Daniel, wann haben Sie das letzte Mal hinterm Tresen gestanden? Letzte Woche. Im Elbschlosskeller regelmäßig Dienstag und Mittwoch. Tagsüber, wir haben noch zwei weitere Läden, da bin ich am Wochenende im Elbschlosskeller, wie gesagt, nur noch unter der Woche und auch nur noch tagsüber, auch aus Selbstschutz. Ich habe inzwischen einen 7 Jahre alten Sohn und ich habe das so lange gemacht, dass es mir irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen ist, nur noch Party zu machen. Der Job ist auch Party. Und ja, wenn ich jetzt nach Hause komme, weiß ich, da ist eventuell noch ein Zwerg wach und dementsprechend möchte ich dann fit sein. Mhm. Dann erzählen Sie uns von dieser Welt, von der Sie so ein bisschen Abstand nehmen möchten, indem Sie nur noch tagsüber arbeiten. Was trifft man da für Menschen? Auf gar keinen Fall möchte ich davon Abstand nehmen. Ja, also von dieser Partywelt. Ja. Ne? Sie sagten ja, Sie brauchen so ein bisschen Abstand. Abstand vom Alkohol, vom Alkoholkonsum. Dadurch mache ich das nur noch, deswegen mache ich das nur noch tagsüber. Was das für eine Welt ist, für mich ist das eine normale Welt. Es ist alles vertreten, vom Millionär bis hin zum Hartz-IV-Empfänger, gescheiterte Existenzen, verlorene Seelen, habe ich in der Presse oft gesagt. Mhm. Damit meine ich Leute, die irgendwann mal Teil der Gesellschaft waren, in Anführungsstrichen, irgendwas verloren haben, denen ist irgendwas widerfahren, irgendein harter Schicksalsschlag. In der Regel sind das Verluste durch Menschen, die denen sehr nahe standen, von Frau bis Kindern, Todesfälle, Scheidung, was auch immer. Und die rutschen dann dadurch halt dahin, wo man die dann im Elbschlosskeller trifft, bei uns eben. Und was eint die Menschen, die da hinkommen dann? Ist es die Einsamkeit oder ist es das Gegenteil? Ist es, eine Familie, die sie dort finden? Ich denke beides. Letztendlich treibt die Einsamkeit sie dahin. Wenn sie dann da sind, dann haben sie sowas wie ein Familiengefühl. Ne? Mhm. Gesellschaftliche Unterschiede heben sich bei uns auf. Hat einfach damit zu tun, dass wenn zwei Leute auf einem Nenner sein wollen, ich sage das gerne, wenn jemand bei uns am Tresen B stehen und das B können wir wegstreichen, stehen möchte, dann müssen die sich auf einem Punkt begegnen. Und mein bester Freund hat irgendwann mal gesagt, wenn du als Außenstehender einen dummen und einen intelligenten Menschen beobachtest, dann weißt du nicht mehr, wer der Dumme und wer der Intelligente ist, weil die sich auf einem Punkt begegnen müssen. Das heißt jetzt nicht, dass wir da dumme Menschen haben, aber trotzdem müssen da gewisse Sachen eben aufgehoben werden oder werden aufgehoben, damit die Leute da einfach eine gemeinsame Zeit verbringen. Sie schreiben in Ihrem Buch über den Elbschlosskeller, beschreiben Sie ein paar Persönlichkeiten, auch Stammgastpersönlichkeiten. Mhm. Was können Sie uns zum Beispiel über Christian berichten? Christian, einer meiner Lieblingsgäste. Ich würde ihn selber auch als Familie bezeichnen. Inzwischen ist mir sehr ans Herz gewachsen. Den bediene ich und betreue ich, würde ich sagen, schon seit über 10 Jahren. Der lag mir mal weinend in den Armen und hat gesagt, dass ich ihm mehrere, also bestimmt 6, 7 Aufenthalte in der geschlossenen Psychiatrie erspart habe. Mhm. Einfach durch mein offenes Ohr, durch eine Schulter, wenn er die gerade brauchte. Der hat eine unter anderem bipolare Störung und es gibt Momente, wo du ihn triffst und er sieht aus wie ein Musikproduzent, mega gepflegt, hochintelligenter Mann, sieht gut aus. Bisschen wie Mick Jagger, so wie ein Rocker angezogen. Mhm. Und dann gibt es Tage, da hat er seine Medikamente eben nicht genommen. Depression hat er übrigens auch. Und da wickelt er sich dann Schlips um die Stirn, springt miau schreiend um die Stripstange und du würdest als Außenstehender denken, es ist ein Irrer. Mhm. Na, das ist Christian. Mhm. Habe ich ihn auf jeden Fall sehr gerne. Darf ich was fragen? Ja, natürlich. Ich habe das Bild gerade gesehen. Darf man bei Ihnen rauchen? Ja. Das ist etwas, was ich vorhin auch schon erwähnen wollte, als Sie sagten, dass man die Luft hier früher in Scheiben schneiden konnte. Das ist bei uns immer noch gang und gäbe. Ah, toll. Können Sie gerne vorbeikommen. Ja. Ja. Und darf ich noch etwas fragen? Das ist ganz unverschämt von mir. Aber Sie haben ein Tattoo. Megalomaniac, ja. Genau. Sagen Sie es noch mal. Megalomaniac. Das heißt wortwörtlich übersetzt größtenwahnsinnig. Steht eigentlich für meinen verrückten Lebenswerdegang. Und es ist ein Partner-Tattoo zwischen mir, von mir und meiner Lebensgefährtin. Die hat das auch. Ah, an der gleichen Stelle? Nein, an einer anderen Stelle. Aber das ist das gleiche Wort. Aber warum hast du das hier? Weil ich es schön fand. Weil es provozierend ist, weil es Wiedererkennungsmerkmal ist. Und auch, weil ich nicht mehr so viel Platz hatte. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Stammgäste, die du ja auch teilweise als Familie bezeichnest, weil sie den Elbschlosskeller eben auch zu dem machen, was er ist. Wir haben gerade über den Miau-Miau-Mann gehört. Es gibt auch einen Mann, den ihr den Heuler nennt. Warum? Der Heuler. Der Heuler ist ein hochgebildeter Mann, arbeitet in einer Redaktion für eine Zeitschrift und ich habe den bestimmt über 10 Jahre bedient und kannte ihn eigentlich nur kopfüber auf dem Tresen schlafen mit einem langen Holzen in der Hand. Und wenn er dann immer mal wach wurde, dann guckte er da auf, musste aufpassen, dass das Bier nicht auskippt und hat dann grelle, heulende Geräusche von sich gelassen.
extrem laut in unterschiedlichsten Tönen. Und ich dachte, der hat auch tierisch einen an der Birne, also Psychosen oder ähnliches. Mhm. Und irgendwann stellte sich halt, wie gesagt, heraus, dass er für Zeitschriften arbeitet und einfach mal da die Sau rauslassen kann. Da kann er seinen Spleen frönen. Für welche Zeitschrift? Ich möchte nicht sagen. Die Frage habe ich schon. Schirach stellt sie Gott sei Dank. Also wir aber von Schirach, weil Sie so interessiert nachfragen, gibt es das auch in Ihnen, einen Wunsch, einen Ort zu finden? Mal die Sau rauszulassen, Sie, wahrscheinlich. Ja, die Sau rauslassen können? Nein. Nein? Dann ist es doch nur das Rauchen. Nee, das hab ich nicht. Nee. Sie waren auch jahrelang gar nicht mehr in der Kneipe, oder? Also ich war das letzte Mal in der Kneipe mit vielleicht 20 oder ja, so. Eben. Also ich Entschuldigung, Kneipen toll, aber ich habe... so wie Bienen. So wie Bienen, sag ich. Ja, so, ja. Bienen finde ich nicht toll. Ja, ich habe das Best verstanden. Es hat sich vermittelt, Herr von Schirach. Ja. Ja. Nein, also ich trinke nicht, deswegen ist es so relativ... Ach, man kann auch in der Kneipe bestehen und zu trinken. Ich mache das inzwischen eine ganze Weile nur mit Selter. Das ist zwar tierisch herausfordernd, weil viele Leute das komischerweise nicht verstehen und akzeptieren wollen, wie du trinkst nicht. Du musst einen trinken, es geht aber ohne. Ich sage immer, ich bin trocken. Ja, und das ist wirklich, früher habe ich immer gesagt, oft so ein Schocker, dass ich trinke dann nicht. Und wenn man, ich bin nie Alkoholiker gewesen, aber wenn man jetzt sagt, ich bin trocken, dann alle, dann lassen sie einen okay, in Ruhe, ne? Okay, nein. Ja, super, super, dass du das durchhältst. Sie haben jetzt möglicherweise einen neuen Stammgast hier zu Ihrer Rechten sitzen. Mal sehen, also wenn Sie, ne? Wer weiß. Aber ich weiß, auf dem Wasser eine Zigarette können wir das mal antesten. Gibt es da so eine Tür? Also im Moment es gibt keine Tür. Seit 70 Jahren hat der Laden nicht geschlossen. Sie dürfen rein. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Tür nennt man doch so zu Leuten, die... Es gibt Aufpasser am Wochenende inzwischen. Und lassen Sie mich rein, wenn ich da hinkomme? Wenn Sie freundlich sind, denke ich schon. Ja. Okay. Sind aber eher Doorman, keine Türsteher. Also die sollen einfach nur ein gutes Gefühl vermitteln und aufpassen, dass... Ist Doorman nicht die englische Übersetzung von Türsteher? Nee, Doorman ist etwas netter. Das wäre so ein Concierge. Genau. Ach so, okay. Concierge kenne ich mich aus. Doorman soll den Eindruck erwecken, dass da jemand ist, falls es drauf ankommt. Richtiger Türsteher, der schreitet auch ein. Das ist bei uns eigentlich nicht und unnötig. Und sagen Sie noch mal, wann kann man Sie sehen dort? Ich bin Dienstag und Mittwochs von 14 bis 22 Uhr im Elbschloss. Okay, aber es gibt keine Karten mehr. Wolfgang, wann kann man dich denn im Elbschlosskeller sehen? Du hast ja durchaus öfter schon mal Auftritte gehabt, schräg gegenüber, Schmidt-Theater. Und bist dann? Ja, er war schon da, genau. Ja. Bist du regelmäßig da oder immer nur dann nach den Auftritten? Nein, regelmäßig nicht, aber es gibt Situationen, dann sitzt du mit Kollegen noch in einer Hausbar im Schmidt und auch da arbeiten Frauen und Männer, die dann irgendwann sagen, so, jetzt lasse ich aber nicht für euch fünf Idioten hier den Laden auf, geht nach Hause. Und man will noch nicht nach Hause und dann weiß man, da ist nun wirklich immer auf. Mhm. Und dann geht man auch dahin und trinkt noch ein, zwei Bier oder irgendwas anderes und gut ist. Was ist dein Erlebnis, was du mit dem Elbschlosskeller verbindest oder vielleicht ein besonderer Gast? War da irgendwas Besonderes? Besonderer Gast nicht, aber Freunde von mir aus Duisburg, denen habe ich den Elbschlosskeller gezeigt und die waren begeistert, denen wurde da das Handy geklaut. Deshalb haben wir den Doorman. Und das war dann wahrscheinlich unter der Woche, da ist dann nämlich keiner da. Das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Es soll im Elbschlosskeller ja durchaus auch schon Situationen gegeben haben, die nachher dann gar nicht so lustig waren, wie man dachte. Es soll eine Frau... Einige. Wir sind ja nicht umsonst die härteste Kneipe Deutschlands oder Europas, laut Medien. Ja. Ich rede jetzt von der Frau, die tot war 3 Tage und ihr habt es nicht gemerkt. Nee, das waren 2 Tage. Tatsächlich so, ist es so gewesen. Todesfälle, das ist jetzt ein krasses Beispiel, komme ich gleich drauf zu sprechen, aber Todesfälle hat es tatsächlich so in den letzten 4, 5 Jahren bestimmt 40 gegeben unter meinen Gästen. Ganz klar bei diesem Lebenswandel. Für viele, aber nicht im Elbschlosskeller. Nein, nicht im Elbschlosskeller, aber Gäste und Stammgäste von mir. Also 40 Menschen, die ich kannte, die ich begleitet habe oder die mich begleitet haben, sind so in den letzten Jahren gestorben. Darunter 4 Angestellte. Das ist ganz klar bei diesem Lebenswandel, wie ich schon sagte, viele Leute, die emotional sehr viel verloren und haben und sehr viel durchgemacht haben und dann halt auch körperlich sich bis unter die Oberkante zuknallen mit Alkohol, Zigaretten, manchmal andere Drogen konsumieren, dass die nicht so eine hohe Lebenserwartung haben. Aber ich habe gerade verstanden, da war jemand 2 Tage tot in der Kneipe und dann hat keiner gemerkt. Hört sich im ersten Moment krass an, kann auch ich auch im zweiten.
Nö, ich kann es ja erklären. Es ist so, dass wir Obdachlose bei uns schlafen lassen. Meine Frau und ich haben damit irgendwann angefangen, als wir mitgekriegt haben, dass sich keiner um die kümmert, dass der Winter knüppelhart war. Und wir dachten so, ey, wenn das so weitergeht, dann werden da einige erfrieren. Und dann haben wir gesagt, ihr könnt bei uns reinkommen. Wir haben hinten so einen Kickerraum, da habe ich eine Bank gebaut. Und da haben wir dann Schlafsäcke und Decken ausgebreitet. Und die haben dann da teilweise überwintert. Und wenn jemand bei dir sitzt, hört sich auch wieder krass an, ist aber so, bei uns sind manchmal Leute, die trinken 3-4 Tage eine Woche durch. Auch normale Leute, in Anführungsstrichen, verirren sich manchmal bei uns, wollen nur ein Bier trinken und dann gefällt denen das so gut, weil die endlich mal sie selber sein können. Wie gesagt, gesellschaftliche Unterschiede heben sich da auf. Die rufen dann nach 24 Stunden schon eine Weile zu spät den Chef an, sagen, sie werden krank und bleiben dann doch ein paar Tage im Elbschlosskeller. Mhm. Wenn jemand halt so viel und so massiv durchtrinkt, lässt du den mal schlafen am Tisch. Mhm. Und wir hatten diverse Male Schichtwechsel. Diese Person war bekannt und die Angestellten dachten, die Person pennt. Ich glaube, das war jemand, der schon seit 5 Jahren bei uns gewohnt hatte. Also es gibt es auch seit über 10 Jahren, dass Menschen bei uns wohnen. Die kommen dann tagsüber mit Zahnbürste aus der Toilette. Die schlafen wirklich nur mit dem Kopf an der Wand, mit dem Kopf auf dem Tisch. Und wir haben das eigentlich lieb gemeint und haben diese Person pennen lassen. Und dadurch, dass mehrmals Schichtwechsel war, ich glaube 3 Tage waren es nicht. Es waren aber mehrere Schichten. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass die Person nicht mehr am Leben war. Sie haben sich ja ganz bewusst für dieses Leben als Wirt des Elbschlosskellers entschieden. Ja. Sie wussten auch, was auf Sie zukommt, weil Ihr Vater... Mehr oder weniger. Ja. Ihr Vater hat den Laden ja schon also geführt mit Ihrer Mutter zusammen. Ja. Warum war für Sie gleich klar, ich will da in die Fußstapfen treten, ich mache da Familie? Also ich habe jetzt selber einen Sohn, der ist 7 Jahre alt und mir geht das Herz auf, wenn ich dem Zwerg das Funkeln in den Augen ansehe, wenn er mich anhimmelt. Weil ich als Papa sein Idol, sein Vorbild bin. Und so war das bei meinem Vater auch. Mhm. Für mich war immer klar, du möchtest irgendwann genauso groß, so stark, so cool sein wie dein Papa. Und hat sie das nicht abgeschreckt? Nö, absolut nicht. Für mich war das ja normal. Du weißt ja als kleines Kind nicht, was normal und was unnormal ist. Und du kriegst es auch nicht mit, wenn irgendwelche Blicke von der Seite bohren, weil in Anführungsstrichen normale Menschen der Gesellschaft gucken und denken, Mensch, der ist ja anders. Für mich ist das halt immer so gewesen. Als ich dann mitbekommen habe, ich bin in einer sehr gut bürgerlichen Gegend in Hamburg aufgewachsen. Als ich dann mitbekommen habe, dass es ging so los, dass Kinder von Anwälten und Ärzten sagten, so mit dem darfst du nicht spielen, fand ich es trotzdem irgendwie cool, weil es irgendwie so ein Bad Boy-Image hatte. Ich habe immer mitbekommen, Nachtleben, es ist verrucht, es ist interessant, das hat mich immer gereizt. Dementsprechend, und außerdem hat mein Vater gut verdient und hatte eine wesentlich jüngere, hübsche Frau. Ich dachte, das ist doch eine gute Sache, das kannst du gut nachmachen. Würden Sie es denn gut finden, wenn Ihr Sohn, der jetzt 7 Jahre alt ist, glaube ich, ne? Wenn der auch irgendwann den Laden von Ihnen übernimmt? Natürlich finde ich es schön, wenn mein Sohn noch männlicher, noch stärker wird als ich betreibe Kampfsport. Und der meine Fußstapfen tritt, weil mir das ja zeigt, ich habe irgendwas richtig gemacht. Allerdings ist mir das eigentlich relativ egal. Hauptsache, er wird glücklich. Und wenn er Ballerina werden möchte, soll er Ballerina werden. Genau. Trägt das auch mit, ne? Also Sie sind noch nach wie vor zusammen? Absolut, ohne die würde ich das alleine nicht wuppen. Wir haben inzwischen 3 Läden. Seit 2 Jahren ungefähr geht so ein Medienhype bisschen durch die Presse, von Zeitung bis Fernsehen und. Und wir haben 3 Hunde, alle haben Spleen. Der eine kommt aus dem Heim, hat eine geistige Behinderung. Den anderen haben wir vor Tierversuchen gerettet, genau. Den nächsten Hund habe ich einer Crack-Prostituierten weggenommen, die sie aus dem 11. Stock geschmissen haben später. Das heißt, der Hund wäre mit hinterher geflogen oder im Heim gelandet. Die haben aber der Dame, von der Sie sprechen, war auch ein Stammgast bei Ihnen, ne? Die war auch Stammkunde, ja. Die habe ich versucht, jahrelang zu betreuen, zu retten und musste dann irgendwann die schmerzliche Erfahrung machen, dass nicht jeder Hilfe haben möchte. Ne? Nur wenn jemand Hilfe annehmen will, dann kannst du ihm auch helfen. Richtig, ja. Die hat sich für diesen Weg entschieden und dementsprechend hat das ein tragisches Ende gefunden. Aber um nochmal auf meine Frau zurückzukommen oder meine Lebensgefährtin, sie macht das gar nicht, wenn ich sie Frau nenne. Sie ist nämlich 16 Jahre älter als ich und sie findet, das macht sie noch älter. Also meine Freundin. Das haben Sie also anders gemacht als Ihr Vater? Absolut, ja.